Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Jürgen Klimke für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, letzter Redner. Ich würde gerne mit dieser Aufgabe noch einmal die zentralen Punkte des 15. entwicklungspolitischen Berichtes zusammenfassen. Allen kritischen Stimmen zum Trotz, die entwicklungspolitische Bilanz der Bundesregierung kann sich wirklich sehen lassen. Das ist ein persönlicher Erfolg von Minister Müller, aber auch ein Erfolg der Bundeskanzlerin. Sie trägt einen großen Anteil an diesen Fragen, da wir als Entwicklungspolitiker in ihr immer eine große Fürsprecherin hatten. Das muss, glaube ich, auch deutlich gemacht werden. Nochmal zu den Zahlen. Seit Beginn der Legislaturperiode ist der Etat im Bereich Entwicklungszusammenarbeit um ein Viertel gewachsen, von 6,3 Milliarden auf 8,5. Das ist nicht mager, lieber Uwe Kekeritz. Das ist keine Phrasendäscherei, lieber Kollege Movasat. Das ist ein gewaltiger Sprung nach vorn. Das müssen wir, glaube ich, mal deutlich noch machen. Wir haben über 0,7 gesprochen, die Zielgröße. Entwicklungsausgaben vom Bruttonationaleinkommen zu erreichen und verschweigen natürlich nicht dabei, dass dieses ein Erfolg ist durch die Anrechenbarkeit der Flüchtlingsausgaben im Inland. Aber unser Ziel in den kommenden Jahren muss es sein, trotz möglicherweise Rückgang der Flüchtlingsausgaben, die es vielleicht auch geben kann, das derzeitige Niveau zu halten, 0,7, nicht zurückzugehen, im Gegenteil, über 0,7 hinweg weiterzugehen. Was steht hinter diesen schlichten 0,7? An Beispielen lässt sich das noch mal verdeutlichen. Mehr als 1 Million Kinder aus Syrien, der Türkei, dem Libanon und dem Irak profitieren zum Beispiel von den Bildungsangeboten, die das BMZ finanziert, und haben damit eine Chance für ihre Zukunft zu Hause. In den letzten Jahren wurden 100.000 Arbeiter, Arbeiterinnen in der Textilbranche in Arbeitnehmerrechten geschult. Bei der Wiederauffüllung der globalen Impfallianz Gavi 2015 in Berlin konnte ein Rekordergebnis erzielt werden. Deutschland wird die Allianz bis 2020 mit 600 Millionen Euro unterstützen. Gesundheitsförderung. Ich möchte Sie nicht mit weiteren Aufzählungen ermüden, aber ich glaube, es ist wichtig, die deutsche Entwicklungspolitik ist auf einem richtigen Weg. Und der 200 Seiten starke Bericht macht das noch einmal deutlich, auch detailliert mit vielen Beweisen. Meine Damen und Herren, im Lichte der globalen Entwicklungsagenda 2030 gibt der Bericht aber auch wichtige Weichenstellungen, notwendige Weichenstellungen für die Zukunft unseres Planeten. Eine Welt ohne Armut und Hunger, den Klimawandel zu bekämpfen, Entwicklungschancen zu fördern, Fluchtursachen zu mindern und Frieden zu sichern, die Weltwirtschaft gerechter zu gestalten und globale Partnerschaften für die Agenda 2030 auf den Weg zu bringen. Mit diesen Weichenstellungen haben wir eine Roadmap vorliegen, die Richtlinie für unser Handeln sein muss. Dies zeigt sich aktuell im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft unter dem Motto »Eine vernetzte Welt gestalten«. Die G20-Runde ist das zentrale Forum der internationalen Zusammenarbeit in der die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Finanzfragen und in Wirtschaftsfragen vereint mit 80% des globalen Handels zusammenarbeiten. Höhepunkt ist im Übrigen ja die Präsidentschaft in meiner Heimatstadt am 7. und 8. Juli in Hamburg. Auf der Agenda steht beispielsweise die Ausgestaltung von nachhaltigen globalen Lieferketten, ein Thema, das weltweit viele Millionen Näherinnen, Gerber, Spediteure und viele andere Berufsgruppen beträgt. Vor allem geht es darum, die Einhaltung von Arbeits- und Umweltstandards, Gesundheitsstandards zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir ziehen eben heute auch Bilanz der letzten 4 entwicklungspolitischen Jahre und stellen fest, dass Entwicklungszusammenarbeit heute viel stärker im Fokus des öffentlichen Interesses steht. Das ist auch gut so, nicht nur, weil sie überprüft wird, sondern weil sie eben auch gelobt werden kann. Und Entwicklungsminister Müller hat dies genutzt und der deutschen Entwicklungspolitik eine Neuausrichtung gegeben, sodass festgehalten werden kann,
Deutschland wird die Vorgaben 2030 nicht nur erfüllen, sondern, und das ist auch wichtig, aktiv mitgestalten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, zum Abschluss, wie üblich inzwischen, möchte ich mich im Rahmen meiner letzten Rede mindestens zur Entwicklungszusammenarbeit noch einmal sehr herzlich auch bedanken für das kollegiale Miteinander in den letzten Jahren, für den demokratischen Wettstreit in der Sache, für Ihre Unterstützung, aber auch die Unterstützung der Opposition. Allen von Ihnen, die in der nächsten Wahlperiode hier im Deutschen Bundestag in einem demokratischen Wettstreit bleiben, möchte ich zum Abschluss meiner Rede ein Zitat von Albert Einstein mit auf den Weg geben, das mir stets ein guter Begleiter war und das sinngemäß lautet: Nichts wirklich Wertvolles kann erreicht werden ohne die uneigennützige Zusammenarbeit vieler Einzelpersonen. Herzlichen Dank.